Telefonstreich. Wie bitte? Hallo, mit wem spreche ich denn da? Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, der Ray-Ban Sonnenbrille. Ach so, ja, habe ich gerade reingesetzt. Okay. Ja, zwei Stück habe ich reingesetzt. Zwei? Zwei Stück, ja, eine Gatsby und eine Clubmaster. Okay, ich wollte die Ray-Ban Sonnenbrille nehmen. Ja, und welche? Ach so. Ja, die schwarze. Die schwarze, die Clubmaster, ja. Solange sie ihre Funktion noch erfüllt? Ja, die ist im guten, gebrauchten Zustand. Okay. Die B&L-Gläser noch drin, wenn Sie sich da ein bisschen mit auskennen? Na, das wird hauptsächlich meine Großmutter entscheiden. Weil, ja, sie trägt zurzeit eine Sonnenbrille, aber aus medizinischen Gründen. Also, ja. Sie ist quasi eine Hellseherin und deswegen, aber die Sonnenbrille, die macht das nicht mehr lange mit, also die Gläser, die sind schon leicht angeschmolzen, man kann sie schon mit den Fingern plastisch verformen und deswegen muss jetzt eine neue her. Ja, wollen Sie sich die mal anschauen, kommen Sie aus Hamburg? Ja, ich komme aus Hamburg, aber meine Großmutter, die wohnt zurzeit in Düsseldorf, aber sie kommt, also ohne weitere Probleme mit dem Zug hergefahren. Okay, wegen der Sonnenbrille? Wie bitte? Wegen der Sonnenbrille von Düsseldorf hierher fahren? Ja, die Zeit muss sie sich nehmen. Weil sie wird es ja am Ende entscheiden. Ich kann ja nicht für sie eine Sonnenbrille kaufen. Ja, das stimmt schon, aber einen kleinen Moment. Ja, ich habe hier nur ein kleines Problem gehabt. Jetzt geht's weiter. Ja. Nee, also sie hat doch gesagt, es muss unbedingt eine Ray-Ban sein, wegen der Stärke dieser Gläser. Also wegen dem Materialbestand. Ja. Wann wollen Sie sich die Brille denn anschauen? Ich würde vorschlagen, nächste Woche, so am Mittwoch. Okay, ja, rufen Sie einfach vorher nochmal durch, ab 18 Uhr sind wir zu Hause. Ab 18 Uhr, das müsste halt, ja. an den Tag müsste noch die Sonne scheinen, weil bei meiner Großmutter ist das so, sobald sie ihre alte Sonnenbrille abnehmen würde, müssten wir sofort die neue Sonnenbrille draufsetzen, weil das könnte sonst etwas gefährlich werden. Okay. Ja, aber ich glaube, bei der Ray-Ban, weil die ja sehr helle grüne Gläser hat, ja? Ist das, glaube ich, nicht so das Wahre. Da brauchen sie wohl eher eine, die dunkle Gläser hat. Aber dann spielt auch ein anderer Faktor eine Rolle, weil sie ist zurzeit per Instagram angemeldet. Und da hat sie momentan 12.000 Follower. Und wenn sie jetzt mit einer anderen Sonnenbrille als einer Ray-Ban Sonnenbrille ankommen, dann könnten die Klickzahlen einstürzen. Und da würde ich sagen, das sind ja die Augen jetzt wiederum doch nicht so wichtig wie die Klickzahlen. Das ist richtig, nur es gibt von Ray-Ban ja auch dunkle Gläser und das sind sehr helle Gläser. Okay. Ja, also da gibt es Unterschiede. Und es gibt eben, wie gesagt, dunkle Gläser, die haben dann so einen mehr gräulichen Ton, grauen, und das ist ein hellgrünes.
Ja. Also die sind nicht so sehr dunkel. Okay. Na, Dürfte ich und die da, sollten sie ja. tun, bitte. Dürfte ich da jetzt ein ausschlaggebendes Argument dieser Konversation in diesem Verkaufsgespräch bringen? Ja? Okay. Sind Sie noch dran? Ja? Ich habe jetzt das Telefon angeföhnt. Würde das jetzt Ihre Meinung ändern? Na, ich dachte, dass die Kraft des Föhns wahrscheinlich Ihre Gedankenatmosphäre durch das Telefon etwas Ich glaube, wir brechen das erhitzt. jetzt hier mal ab, ne? Wie bitte? Ich glaube, wir brechen das jetzt hier mal ab, ne? Ja, aber Das Gespräch. dann brenne ich aber meinen Lampenschirm jetzt komplett auf. So, zum Schluss gibt es natürlich noch ein kleines Rätselchen für euch. Und zwar, es bestehen zwei Möglichkeiten, warum ich nur mein halbes Gesicht gefilmt habe. Die erste Möglichkeit ist, dass ich mich für meinen widerlichen, verschrumpelten Dreckskopf schäme. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich einfach nur zu dumm war, um den Blickwinkel der Kamera einzuschätzen. Wer den richtigen Lösungsweg hineinschreibt, in die Kommentare natürlich, der.